Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen beim Wochenrückblick von Dekaman Filme. Eure Drafi hier. Ja, der erste Wochenrückblick im neuen Jahr wird von mir gemacht. Ich bin ja frisch aus dem Urlaub wieder da. Und ja, ich erzähle euch jetzt erstmal, was im neuen Jahr sowas passiert ist. Razzi hat einerseits ein Let's Tu was Sinnvolles, Let's Mach ein V-Log. Mal erstellt, um seine neue Webcam zu testen und euch mal zu sagen, was so im neuen Jahr kommt. Dann, er ist mit seinen Zwergen inzwischen bei Folge 34 und hat sich jetzt anscheinend um den Magier gekümmert, der ihm schon seit einigen Folgen Kopfzerbrechen bereitet hat. Außerdem hat unser lieber Razzi seine Alone in the Dark mal weitergemacht, ist inzwischen jetzt bei Folge 28. Und ja, hat jetzt eine halbe Stunde noch weitergespielt. Unser Razzi hat im neuen Jahr ein neues Let's Play angefangen, und zwar Assassin's Creed Folge 1. Da macht er dann in dieser Folge das Tutorial im Animus. Und wir können auch weiterhin gespannt sein, was er mit Altair für weitere Abenteuer erlebt. Ja, von mir aus gab es im neuen Jahr eine Review von dem Game of Thrones The Telltale Game Series, wo ich ehrlich gesagt mal gesagt habe, kommt, ich stelle es euch einfach mal vor. Und ja, momentan läuft ja immer noch die Frage, welches von den drei Game of Thrones Spielen, die momentan auch bei Steam erhältlich sind, ich vielleicht in die Let's Play Reihe einnehmen soll. Momentan sieht es wirklich aus, als das, das normale Game of Thrones, was relativ chronolog zum Buch und zur Serie ist, dass das reinkommt, aber ich lasse es mal erstmal weiterlaufen, weil das wird erstmal hinten angestellt werden. Unser lieber Cora hat ein neues Let's Play angefangen, und zwar Shovel Knight. Da ist er inzwischen bei Folge 3. Da befindet er sich gerade auf einem Lichtfriedhof. Und des Weiteren gab es, ach so, ich sehe gerade, Razzi hat gestern eine zweite Folge Assassin's Creed rausgehauen. Okay, das war dann mein Fehler. Und des Weiteren macht unser lieber Razzi den Landschaftssimulator 2015. Und da geht es dann halt darum, dass wir den Bauernhof von Bauern Heinze besuchen. Ja, ist ganz witzig gemacht, macht er auch ganz witzig und ja, was sonst noch? Also ich habe momentan ein kleines Bastelprojekt am Start. Von daher wird es bei mir jetzt erstmal nicht sehr viel an Let's Plays geben. Ich muss mich leider ja für die nächste Zeit erstmal entschuldigen, was das angeht. Ich bin momentan basteltechnisch etwas ja. ja, eingespannt, muss, hab einen straffen Zeitplan und muss von daher zusehen, dass ich das alles gebacken kriege. Aber ihr werdet bestimmt noch bei den anderen auch eine Menge gucken können und ja, wir lesen uns, hören uns, ja, dann mal sehen, vielleicht schaffe ich es doch zwischenzeitlich noch mal eine Folge auszuhauen. Kann ich aber euch jetzt nichts versprechen. Ja, und an dieser Stelle verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen vom Wochenrückblick im neuen Jahr und sage Tschüsschen und bye bye.